So eine Mutti gibt's nie wieder. Im Frühling blüht der Sommerflieder. Da singt sie fröhlich ihre Lieder. La 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 la, di da 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 di da dam. Auf dass die Blümlein ihre Köpfchen recken, die da versteckt sind hinter Hecken. Darunter Einhorn, Has und Spatz, die sich erholen von der Hatz. Und zu Muttis frisch frommen Tönen sich alle miteinand versöhnen. Doch aufgepasst dröhnt da der Elch, denn seine Schnauze steckt in einem Kelch. Da kommt der Brummbär Ottmar an, schenkt Mutti ein Herz aus Marzipan. Das macht er wohl, um ihr zu zeigen, er kann zwar keine Flötentöne geigen, aber dafür mit dem Herzen flöten, und zwar ohne groß herumzutröten. Dass doch nur das eine zählt, dass er sie aus Liebe ausgewählt. Nein, der Kochkünste wegen war's. Zum Schellfisch gibt's kein Katzengras, sondern Pellkartoffeln mit Butter schmeckt wie frisch vom Kutter. Und noch etwas hat Mutti zu bieten, wie ein Topf voll Lose ohne Nieten. Sie ist unablässig für ihn da, mit frisch geföhntem Haar und Kochlöffel oder Gartenschere in der Hand, oder sie entstaubt seinen Buchbestand. Trepp auf, trepp ab, allseits bereit, vor jeder Stauballergie gefeit, Mikroben, Ameisen und Wanzen, die sich hinterm Schrank verschanzen, Würmer, Kakerlaken und Maden, in Schubladen, Marmeladen und Bin Laden, allem macht sie den gar raus, selbst der klitzekleinsten Bücherlaus. Auch bei den Grünen sieht sie rot, und beim schwarzen Obama kriegt sie Atemnot. Den Irakkrieger Bush verteidigt sie dagegen, nur echte Cowboys kriegen ihren Segen. Ob am Mittagstisch oder am Telefon, stets führt sie engagiert den Ton. Die Konservativen kriegen immer Recht, so führt sie jedes Wortgefecht. Irgendwie ist das auch lustig. Dadurch wird Vater Speck erst krustig. Und die Suppe schmeckt nicht zu süß und auch nicht nach Stinkefüß. Die Würze liegt, man kann's erahnen, in Trompeten und Fanfaren. Die empfindlichen Gemütern, ganz ähnlich wie den schnellen Brütern, einen Schlag von Bug versetzen? Doch wollen wir nun Spott durch Preis ersetzen. Muttis schier unglaubliche Güte, so süß wie eine Bonbon-Tüte, in Mülheim und Spiekeroog dafür sorgt, dass sich alle entspannen dort.
und dem Wohlsein genüsslich frönen, daran kann man sich gar nicht genug gewöhnen. So wie auf dem Deich die Schafe wandern und Lachse die Flüsse hoch mäandern, nehmen alle Muttis Dienste selbstverständlich hin. Und dennoch macht es für sie Sinn. Denn wenn man selber glücklich ist und vergnügt und munter, kommt einem selbst der größte Mist wie ein Strauß von Veilchen vor, als trüge man im Herzen einen Wunderdoktor. Zur Zeit liest Mutti ein Buch von Stephen King. Hoffentlich kein allzu garstiges Ding. Denn sie soll ja heiter bleiben. Ihr Frohsinn weiter Blüten treiben. Jahrgang 33, wie Belmondo, der dumpfe Actionheld. Und wie der bezopfte, schwule Karl Lagerfeld. Dumm und oberflächlich, ne? Einen deshalb wahrhaft garstigen Jahr. Und mit einer Republik, die auf einmal keine mehr war. Doch all das konnte Mutti nichts anhaben. Ihr Wesen gleicht nicht dem von düstren Raben, sondern von frischen Fischchen in der Ilmenau oder von springenden Rehlein im Morgentau. So viel für heut. Das nächste Gedicht gibt's, wenn du 160 bist.